Gut eine Woche ist es schon alt, das Rosenheimer Herbstfest 2017. Zeit wird's, um die Miss Lisa Petzinger mal ein Fazit ziehen zu lassen. Was waren denn deine Aufgaben auf der Wiesn bisher? Also als erstes bei mir losgegangen mit dem Wieseneinzug, da habe ich dann auch meine Rede halten dürfen, was für mich sehr spannend war und ich auch irgendwo schon aufgeregt war, weil ich sowas noch nie vor so viel Leid wirklich die Eröffnungsrede halten habe dürfen. Dann ist eigentlich für mich gleich das Amt richtig losgegangen. Ich habe sehr viel mit Kindern zum Tor, ich habe viele geschäftliche Termine auch gehabt, ich war oft irgendwie als Ehrengast oder so eingeladen und natürlich auch mit einem Blinden habe ich heute noch einen Rundgang und auch eben mit Behindertenwerkstätten, was halt für mich auch irgendwie spannend war, wie so für die der Alltag ausschaut. Genau, und sonst natürlich einfach auch ein normaler Rundgang und halt einfach für die Herbstfestgäste da sein. Bei so vielen Terminen gibt es doch sicherlich auch einen, der besonders Spaß gemacht hat, oder? Also im Großen und Ganzen hat mir alles riesen Spaß gemacht. Für mich war das eine riesengroße Freude, dass ich da dabei sein darf und dass ich immer noch dabei sein darf. Ich habe ja noch eine Woche. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, heute ist schon wieder ganz schön lang, sondern ich freue mich wirklich auf jeden einzelnen Moment. Ob es vom Dirigieren ist oder mit Kindern was fahren oder einfach Beutel machen, war wirklich alles total schön. Was mir persönlich am besten gefallen ist und was für mich emotional irgendwo wirklich, ja, was besonders war, war gestern der Erntedank. Auch mit dem Festzug, leider war es weder nicht ganz so toll, aber das hat mir total gut gefallen und einfach der Wieseneinzug. Und natürlich auch einfach die verschiedenen Leitkinderlerner, wie von denen auch das Leben ausschaut. Und wie sieht's mit dem Durchhaltevermögen aus? Gab's da schon mal einen Durchhänger? Na, eigentlich nicht. Nur gestern war was saukalt, aber das war alles. Also ich war noch nie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaff das nicht mehr, das war nicht einmal. Was erwartet dich noch? Worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich heute total auf den Blindenrundgang. Und morgen ist ja Schaustellerkirche. Da freue ich mich auch schon, weil irgendwie sowas ist halt nicht das Alltägliche, was man so auch macht. Und ja, einfach auf die nächsten weiteren Tage und halt auch einfach nur auf viele verschiedene Momente, die wo ich für mich persönlich auch noch mitnehmen kann. Und warum sollen alle unbedingt dich und das Rosenheimer Herbstfest besuchen? Also für mich bedeutet einfach das Rosenheimer Herbstfest Tradition, Tracht, Heimat. Das sind so meine drei Sachen, wo ich sage, das macht das Rosenheimer Herbstfest aus. Und weil es halt einfach, es ist nur familiär und es ist halt einfach nur ein bisschen in einem gewissen Rahmen alles. Man trifft halt da noch viel Leid und es ist halt doch mit zwei Zeiten schon recht groß da, aber trotzdem halt einfach nur nett und es ist nicht so total überlaufen, sondern es ist halt irgendwo alles nur in einem gewissen Rahmen und das ist für mich halt einfach richtig schön. Danke Lisa und auf eine schöne letzte Wiesnwoche.